Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 15. Nicht wundern, die Aufnahme hört sich wahrscheinlich wieder ganz anders an als die von letzter Folge. Wir kämpfen mal eben. Yes! Yes! Oh yeah! Ne? Nanu? Das war so dieser Moment of Regret. War das jetzt ein Bug? Keine Ahnung. Ja! Mach du mal! Das haben wir im Griff, Leute. Trotzdem nicht nachlassen. Yes! Hey! Lass den Quatsch! Oh, der brennt! Aber hallo. Doppelhornsteaks. Oh, lecker. So, den haben wir. Alter. Langsam kommen wir an etwas größere Gegner ran. Aber nur ganz langsam. Ich will jetzt nicht direkt übertreiben. So, wir können weiter. Wir gehen jetzt wirklich in dieser Folge weiter. Und das nicht auf irgendeine Jagd oder so, sondern mit der Hauptquest vielleicht sogar. Wir steigen mal eben ein. So, automatisches Fahren. Ah, Geschäft können wir noch machen. Verkaufen. Da haben wir Wertgegenstände. Wertgegenstände, so viel ich das jetzt mitbekommen habe, das sind einfach Gegenstände, die wir selbst nicht brauchen, sondern einfach wirklich nur zum Verkaufen da sind. Und da haben wir schon einiges gesammelt, wie wir hier sehen. Und das machen wir doch einfach mal. So, hier, guck mal, 200 Gil, einfach so. Und da, guck mal, 90 pro Stück und wir haben 38, das macht 3420 Gil. Guck mal, wie viel wir schon rauskriegen, das ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Und das machen wir einfach immer weiter. Guck mal. So eins. Und für das kriegen wir ein pelziges Riesenhorn. Ah ja. Ich könnte jetzt irgendwelche Sprüche kloppen, aber das mache ich jetzt nicht. So. hier nochmal eins. Da so. Und schon haben wir 11.000 Gil. Hups. Einmal zu viel zurückgedrückt. So, Aufgabenziel. Ja. Das machen wir. 3 Minuten. Ich hoffe mal, das schaffen wir mit dem Tank. Das sollte kein Problem sein. Nichts liegen. Okay. Nee, natürlich nicht. So, wir machen mal. Huch. Musik an. Final Fantasy 15 Original Soundtrack. Ich hoffe, ihr hört das jetzt. Ich höre gerade gar nichts. Huch. Ich finde das geil, dass sie immer was anderes machen. Die Musik passt jetzt auch so ein bisschen. Obwohl es eigentlich eher entspannt sein soll. Das, auf dem Weg zur Shisha-Bar. Missing Princess. Was haben wir noch? The General and the King. At Struggle's End. Nix. Einfach nix. Oh, geil mit den Effekten. Custom Soundtrack, okay. Into Oblivion. The Brotherhood. Oh, also Brotherhood ist ja, glaube ich, der Anime von Final Fantasy 15 und zeigt ja die Stories von den einzelnen Hauptcharakteren. Also hier Ignis, Gladiolus. Huch. Sehr gut gemacht, Ignis. Und Prompto. Von, Noctis, glaube ich, auch. Heute äußerte sich auch Prinzessin Luna Freya von Tenebrae zu dem geplanten Friedensabkommen. Dass Lucis und Niflheim sich auf Frieden verständigen konnten, erfüllt mich mit großer Freude. Was meine Vermählung mit Prinz Noctis von Lucis betrifft, so möchte ich unbedingt Folgendes klarstellen. Ach, das haben wir doch schon gehört. Die Stimmen fragen sich, was nun aus der Kanagi wird. Kann ich diese Funktion weiterhin wie gewohnt erfüllen?
Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich mein Amt unverändert ausüben werde. Wie gehabt, werde ich auch in Zukunft alle Regionen von EOS bereisen. Und meine Gebete werden nicht verklingen. Es heißt, dass Prinzessin Luna Freya in Vorbereitung der Hochzeit Tenebrae schon bald verlassen werde. Bis zur Schließung des Ehebundes werden all ihre Verpflichtungen als Kanagi ruhen. Die Hochzeit ist Teil des Abkommens? Natürlich. Reine Formsache. Soll wohl ein Symbol des Friedens sein. Also eher eine Art von Zweckehe. Nun, die Prinzessin scheint trotzdem nicht abgeneigt zu sein. Genau wie unser Nott. Was denn? Etwa schüchtern? Schwör ab. Ja, also, ich schätze mal, der Noctis, der wird auch wirklich nicht abgeneigt sein. Die ist ja auch eine hübsche. Das ist ja auch ein Goldstück, die Luna Freya. Aber, ja, so eine Zwangshochzeit, ich weiß nicht. Es gibt natürlich Tradition. Das ist der Galdenkai. Schwimmen, das wär's. Dahinter, was ist das für ein seltsamer Berg? Das ist eine Insel. Berg, Insel, wen interessiert das schon? Wir sind hier in einem Feriengebiet. Weiche Betten und Massagen, Leute. Und gute Küche. Die Fischgerichte hier sollen absolut fantastisch sein. Freu mich schon drauf. Ich freue mich schon drauf. Und wo Wasser ist, da gibt es wahrscheinlich auch eine Angelrute. Und wo eine Angelrute ist, da ist auch der Noctis bereit zum Angeln. Und das werden wir doch gleich bestimmt mal machen. Wir sind da. So, hier könnten wir theoretisch tanken, oder? Ja. Das machen wir. Gucken. Alter! Guck dir die Preise an! Das ist nichts! Das ist nichts! Guck mal, fürs Volltanken! Nichts! Wenn ich mir die Preise von heute angucke, und das wird wahrscheinlich noch immer teurer, und dann guckst du dir das an! 5 bis 10 Gil! Nichts! Nichts! Der Tank ist wieder voll! Alter, willst du mich verarschen? So, da hinten haben wir noch einen Waffenhändler wieder. Für jedes Problem die richtige Lösung. Ja, und zwar Waffen. Kinder, merkt euch das. Für jedes Problem gibt es eine Lösung und das nennt sich Waffe. So, wir haben... Ich muss das gerade mal... das können wir jetzt vergleichen. Oder wie? Hauptwaffe. Breitschwert. So, das ist wahrscheinlich gerade unser Inventar, genau. Und hier haben wir Kriegsklinge als, Jagdschwert, das sind immer noch dieselben. Accessoires, ja, guck mal. Das haben wir nicht und das haben wir nicht. Kraft, und das ist, ich weiß nicht. Ein wohlriechendes Büschel aus Kräutern und Gräsern erhöht die Willenskraft. Willenskraft ist, glaube ich, auch nicht mal schlecht. Ich glaube, wir nehmen das mal mit. Wir nehmen das einfach mal mit. Und das hier auch. Können wir ja später mal vergleichen. Aber sonst, die Waffen bleiben lange Zeit dieselben. Wir haben aber auch starke, glaube ich. Oh, hallo. Oh. Na, hallo. Single Noctis ist wieder da. Boah, das ist echt schön hier. Oh, guck dir die Gegend doch mal an. Das ist doch nicht mehr normal. Boah, da bin ich richtig neidisch. Hoch. Aufheben. Super Elixier. So, wir können jetzt nicht da reinspringen. Oh, da würde ich reinspringen. Aber sowas von würde ich da reinspringen. Was haben wir hier? Ah, das ist der Waffenhändler. Okay. Ich muss gerade mal gucken, wegen den Symbolen auf der Karte. Ich achte zu wenig auf die Karte, glaube ich. Da gehen wahrscheinlich schon viele Dinge verloren. Oh, lesen. Was? Meldagio Orientierungslauf. Okay, Kontrollpunkt F. Deinen Fleiß wird die Mutter mit Fisch entlohnen. Suche nach Ruhm, wo der Ursprung im Tale liegt. Was ist es? Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Ach. Da bin ich aber gespannt. Geil. Da hinten haben wir noch was.
Kämpfe für Recht und Ordnung. Melde dich noch heute bei einem Informanten in einem Restaurant in deiner Nähe. Das machen wir auch noch natürlich. Da hinten haben wir ein Restaurant, ganz zufällig. Und ja, wir holen uns erstmal ein paar Informationen. Achso, wir können nur einkaufen. Okay. Ein paar Sachen fürs Auto. Rennstreifen. Ja, das ist echt Rennfahrergefühl. Komm. Komm, wir machen. Wenn wir schon an so einem Urlaubsort sind, dann müssen wir auch das machen. Bisschen ein Design, das sich gefährlich zu bilden. Aha. Ja, das hört sich doch voll nach uns an. Oh, das ist mir zu teuer. Stets zu Diensten. Bessie, ja, aber wenn es teuer ist, da bin ich gern auch ein Dackel. Da bin ich auch gern ein Dackel, obwohl auch Dackel Bessie sein können. Echt toll, die Atmosphäre hier. Der Wind ist sehr angenehm. Ich muss schon sagen, gar nicht so übel hier am Meer. Ach stimmt. Du warst ja eigentlich noch nie so richtig am Meer. Der war wahrscheinlich noch nie so richtig irgendwo. Immer das ganze Leben über im Palast festgehalten. Hallo, du kleiner Knirps. Bock auf eine Gang? Hier, Mitgliedschaft, du bist direkt drin. Passt auch richtig zu unserem Style, aber vollkommen gar nicht. Und du, geh weg. Geh weg. Guck mich nicht so an, geh weg, ich bin der Prinz. So, wir folgen jetzt dir. Alter, fühlt sich voll verfolgt. Wir besorgen dir was zu essen. Aber der Sprecher ist ja... Man hat auch gehört, dass es ein älterer Typ war, der das eingesprungen hat. Und dann... Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Oh. Oh. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Rätselhafter Fremder? Ihr kamt, um in See zu stechen. Woher weißt du das? Doch, der Hafen ist geschlossen. Wer bist du überhaupt? Ein gestrandeter Wanderer wie ihr. Ich sehne mich nach meinem Zuhause. Und alles nur wegen des Waffenstillstands. Eine Sondermünze zum Friedensabkommen? Hä? Echt jetzt? So ein Quatsch. Das ist euer Taschengeld. Hä? Hey. Sag schon, wer bist du? Sag dich doch schon, ein Wanderer. Hä? Ja, klar. Seltsame Gestalt. Und ich weiß nicht... Stimmt, dass die Schiffe nicht fahren? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Am besten, wir schauen mal nach. Weg ist er. Seltsam, wer war das? Oh, das ist so schön. Das hat so richtig Karibik-Urlaubsfeeling. Das kann ich mir gut vorstellen. Oh. Alter, du isst doch schon. Du isst doch schon. Guck mal, und was für geiles Zeug. Oh, ich würde jetzt gerne ranzoomen, aber geht gerade nicht. Ja. Hä? Du isst doch nicht mal was. Du hast doch nicht mal was da. Das ist der... Dankeschön. Oh Gott. Ja, alle gucken zu mir. Oh, oh, oh ja, das ist mein neues Flakon, was ich habe. Das ist königlicher Duft. Oh, Essen? Hallo, schöne Dame. Willkommen bei uns. So, erstmal. Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? So, alte Schnalle, gib mir mal ein paar Ortsinfos rüber. Und? Was interessiert Sie denn? Erstmal deine Körbchengröße und dann hier. So. Parkplätze wurden eingezeichnet. Ortschaften wurden eingezeichnet. Sammelstellen, okay. Sehr gut, sehr gut. Hast dich nützlich gemacht, mein Liebchen. So, Können guck mich Sie an. Können Sie uns damit vielleicht zur Hand gehen? Oh, Stufe 11, das ist mir noch ein bisschen zu arg. Das ist mir ein bisschen zu heftig. Das machen wir irgendwann. Oh. Oh, gedämpfte Salzkrabbe. Oh. Macht Angriffe der Elemente Feuer, Eis und Blitz unwirksam. Was? Unwirksam? Gegenüber uns oder allgemein? Alter. Unteuer, unteuer. Steckt alle Statuswerte und erhöht den EP-Gewinn um 10%. Das ist echt nicht schlecht. Muschelkratzer. Oh.
Oh, weißer Fisch in Tomatensoße. Chips vergift. Okay. LP-Regeneration plus. Oh, ja. Meeresrisotto. Das hört sich echt geil an. Aber das ist mir zu teuer. Das ist mir zu teuer. Auch wenn es hier wunderschön aussieht. Es ist ein bisschen teuer. Und hier können wir schlafen sogar. Das machen wir auch. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich aber überteuert. Oder? Herzlich willkommen. 5000. Oh, nein. Wie Sie wünschen. Das lassen wir mal erstmal sein. Huch. Wellness am Golden Kai. Lassen Sie Körper und Seele baumeln und erwachen Sie zu einem besseren Selbst. Für die Dame wie den Herrn. Probier's noch mal aus. Nee, lass mal, muss nicht sein. Ist bestimmt witzig. Dann probier du's doch. Bei mir kann man nichts mehr verbessern. Dann halt prompt. Doch. Ja, der perfekte Gladiolus. Ja, was macht denn ihr hier? Seid ihr eine Rochen, hä? Habt ihr jetzt versteckt die Kippe? So. Öffnen Sie den Hafen morgen wieder. Ja, das hoffen wir doch auch. Das hoffen wir alle. So. Hier sieht das so schön aus. Oh, Mann. Hallo auch. Aloha. Nanu? Die Seluna-Fälle. Ein berauschender Anblick in Alt-Issea. Okay. Sagt dazu niemand was? Okay, dann halt nicht. Und hier? Oh. Ein Schälchen, schön dekoriert. Und hier? Öffnen Sie den Hafen morgen wieder. Lass uns einen Happen essen. Dann steh doch auf. Guck mal, der Typ ignoriert die einfach. Oh, die Alte. Ha. Naja, das muss gar nicht sein. Guck mal, der ignoriert es einfach. Der tut so, als würde er reden. Und die fragt einfach irgendwas. Und der tut so, als. Der hört es gar nicht. Alter, ja. Schlimmste Gesprächspartnerin ever. Alter, okay. Da würde ich auch nicht mal reagieren. Wenn man 30 Mal dasselbe fragt. Hier. Nanu? Du siehst aus wie ein wichtiger Charakter. Diese schwüle Luft. Ja. Wirklich keine Schiffe ab? Nein. Nanu? Aktueller Fährplan außer Betrieb. Der Hafen scheint echt scheiße. So, und nun? Aufgabe abgeschlossen. Kein Schiff zu sehen. Aber wieso? Ja, das ist die große Preisfrage. Wieso ist das geschlossen? Wir gehen mal da nach hinten. Ich will endlich mal angeln. Hallo. Haha. Haha. Ja, steck's weg. Ich bin der Prinz. Oh. Ja, die Begeisterung hält sich in Grenzen. Oh, meine Schöne. Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Bitte ignoriere mich nicht. Ignoriere mich doch nicht. Nein, geh nicht. Geh bitte nicht. Ich habe mich beeilt. Es war ein weiter Weg. Es tut mir leid. Dort geht sie. Die Liebe meines Lebens. Oh Mann. Sieht nur in sein entsetztes Gesicht. Oh, das ist so geil wieder mit den Reflexen. Reflexen? Reflexionen natürlich. Oh, interagieren. Oh, schön. Ich finde das echt klasse, dass man auch mal das machen kann. Einfach mal hinsetzen und einfach die Atmosphäre vom Spiel genießen. Oh, da hinten sind kleine Krabben. Kann man mit denen kämpfen? Oder essen? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich kann man die auch essen. Alter, ist das schön. Diese Insel da hinten sieht auch mega aus. Oh. Einfach mal einen kurzen Moment entspannen. Und die Musik auch genießen. Das wirkt schön sommerlich, frisch, entspannt. Totales Urlaubsfeeling hier in dem Spiel. Das ist absolut der Wahnsinn.
absolut der Wahnsinn. Und wenn wir jetzt an den Himmel schauen, der ist auch schön belebt. Die Vögel zwitschern, die Berge im Hintergrund. Das türkisblaue Meer. Wow. Okay, wir stehen mal wieder auf. So. Echt toll. Echt super. Und hier? Oh, aufheben. So, verrostetes Metallstück. Das ist bestimmt sau viel wert. Wir können uns nicht teleportieren, aber das ist okay. Wir müssen ja keine Eile machen. Wir müssen ja keine Eile machen. Das hört sich ja auch wieder total deutsch an. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht mal, wohin genau. Huch. Weil man aus Altissia derzeit nicht wegkommt. Das war klar. Meinen Quellen nach hat Niflheim angeblich ein Embargo verhängt. Ihr müsst die Noctis-Truppe sein. Habe ich recht? Höchst erfreut. Mein Name ist Dino. Ja. Dino. Als Reporter habe ich so meine Quellen. Von mir bleibt nichts geheim. Von eurem Jagddebüt habe ich ebenfalls gehört. Ihr seid inkognito, oder? Keine Angst, ich halte dicht. Allerdings wäscht eine Hand bekanntlich die andere. Ah ja. So, Dino zuhören, Dino abservieren. Wir hören ihnen einfach mal zu. Komm mal, schadet ja nichts. Was liegt denn an? 80 EP erhalten? Für einfach fürs Jahr. Okay. Sehr schön, du fackelst nicht lange. Gib mal deine Karte. Ah, die Karte hätte ich jetzt nicht hingedrückt, aber okay. Hab euch auf der Karte eine Stelle markiert, wo es Rohedelsteine gibt. Die brauche ich für meinen Zweitjob. Im Gegenzug versuche ich, euch ein Schiff für die Überfahrt klar zu machen. Oh, und meinen Mund zu halten, natürlich. Ab sofort, mein Lieber, ist das unser Zweitjob und du hast jetzt gar keinen Job mehr. Alles, was ich will, sind Rohedelsteine. Okay, dann besorgen wir Rohedelsteine, mein lieber Herr. Der Typ hat uns ja direkt erkannt. Meine Liebe. Wir verheimlichen es auch nicht wirklich. Er meinte, er sei Reporter. Wenn wir einen Artikel über uns vermeiden wollen, sollten wir uns gut mit ihm stellen. Ja, das sehr wahrscheinlich. Unser Ziel ist wieder einen Kilometer weit von uns entfernt. Hier übernachten will ich das nicht unbedingt tun. Da ist ein Fragezeichen, Nanu. Wollen wir hier übernachten? Mir ist natürlich auch das Zelt recht. Das ist mir ehrlich gesagt für den Anfang, vor allem wo wir noch nicht so viel Geld haben, etwas zu teuer, mein lieber Gladiolus. Aber das können wir auch in der nächsten Folge regeln von Final Fantasy 15. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer. Oh, ein Foto. Geil. Okay, schönes Foto zum Abschluss. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.